Kostet eigentlich jede Schwangerschaft einen Zahn? Was hat es denn mit diesem Mythos eigentlich in der Zahnmedizin auf sich? Ich kann euch sagen, das Video ist nicht nur für Schwangere interessant, also bleibt gerne dran bei dieser neuen Folge von Der Zahnfilm. Welche Erkrankungen sind eigentlich für Schwangere am gefährlichsten aus zahnmedizinischer Sicht? Natürlich stehen die zwei Hauptbehandlungsfelder der Zahnmedizin ganz zentral im Vordergrund. Und trotzdem ist die Zahnfleischerkrankung selbst, also die Erkrankung des Zahnbettes vielmehr, die Parodontitis, die häufigste Erkrankung, die Schwangeren zu schaffen macht. Die Karies hingegen ist ein Thema, das vor allen Dingen Schwangeren zu schaffen macht, die einmal einen unrestaurierten Zahn haben, lange nicht gewesen sind, zu einer Behandlung oder zur Prophylaxe und dann ein akutes Problem entwickeln. Heute wollen wir mir hier mal die zwei Felder vorstellen und individuell darauf eingehen, was das doch damit zu tun hat, dass Schwangere unter Umständen doch in der Schwangerschaft einen Zahn verlieren können. Also starten wir mit Gingivitis, Parodontitis, Zahnfleischentzündung und so weiter. Der Klassiker ist einfach, du warst lange nicht beim Zahnarzt gewesen. Die Schwangerschaft beginnt und durch die Hormonumstellung entsteht eine stärkere Durchblutung des Zahnfleisches. Und dadurch kommt es zu stärkeren Blutungen. Dir fällt das dann auch mal auf beim Zähneputzen, machst dir Sorgen, es wird etwas empfindlicher, suchst einen Zahnarzt auf und dann wird die Diagnostik gemacht. Und dann ist es natürlich so, dass auf Röntgenbilder zu verzichten ist, im notwendigsten Fall nur eins zu machen ist und dann entsteht bei so einer chronischen Entzündung schon mal die Frage, ist das jetzt hier notwendig? Das heißt also, die Grundbasisdiagnostik ist immer eingeschränkt in der Schwangerschaft, weil ein Röntgenbild normalerweise ausscheidet. Es sei denn, es ist super akut und man kann sich nur mit Hilfe eines Röntgenbildes wirklich der Diagnostik weiter nähern und dem Ergebnis vor allen Dingen, wie man behandeln muss. Anderenfalls wird man darauf zurückgreifen, konservativ zu behandeln, also Prophylaxemaßnahmen durchzuführen, um dein Zahnfleisch zu optimieren, also die Schwellung zurückzudrängen, die Durchblutung zu reduzieren, sodass du auch weniger Probleme entwickelst und vor allen Dingen auch für dein Kind, für dein Baby die optimalen gesundheitlichen Bedingungen schaffst zur Geburt. Denn Parodontitis, also wirklich tiefe Zahnfleischtaschen, können schon dafür sorgen, dass auch eine Frühgeburt, das haben Studien nachgewiesen, möglicher ist als sonst, also ein Problem auftritt während der Schwangerschaft, bedingt durch eine Zahnfleischentzündung. Auch nicht von der Hand zu weisen, obwohl recht selten in der Tat, ist der Fall, dass es sich um eine wirklich aggressive, starke Parodontitis schon handelt, wo wirklich der halbe Stützapparat des Knochens schon zurückgegangen ist. Wir haben auch solche Fälle hier schon gesehen in der Praxis. Und dann ist wirklich richtig Alarm. Denn hier geht es um zwei Sachen. Einmal Schutz des Kindes, Schutz vor Beschwerden und Zahnerhalt. Wenn man es um 9 Monate verzögert und sich der Status weiter verschlechtert, wie gesagt, können die Probleme auftreten. Es kann sein, die Beschwerden werden so stark, dass Zähne gezogen werden müssen, locker werden oder du ein Antibiotikum brauchst. Jeder weiß, Antibiotika in der Schwangerschaft stellen ein erhöhtes Risiko auch für die Gesundheit des Nachwuchses dar. Insofern auch hier die Option, wenn möglich, rechtzeitig gehen, Prophylaxemaßnahmen durchführen zu lassen. Die systematische Parodontitis-Therapie scheidet normalerweise während der Schwangerschaft aus. Wie ich eben schon sagte, sind Röntgenbilder normalerweise nicht angesagt. Deswegen wird man versuchen, diese Parodontitis-Behandlung unter Umständen zu verschieben und nur im akuten Fall dann wirklich durchzuziehen. Zudem ist auch immer abzuklären, wenn es sich um wirklich stark geschwollenes Zahnfleisch handelt, auch durch die Hormonumstellung, ob man nicht wirklich softer und individueller herangehen kann, auch im Sinne der Mutter, die oftmals dann auch lange nicht beim Zahnarzt war, das Ganze so anzugehen, wie bei Angstpatienten, dass das Wohlgefühl eintritt, der Verbesserungsgrad eintritt, Vertrauen entsteht und so das Ganze einfach auch, ja, einen nachhaltigeren Effekt auf die Zahngesundheit hat und du zum Beispiel mit Probiotika arbeitest, um deine Mundschleimhaut zu optimieren. Und der andere klassische Fall von Zahnproblemen ist natürlich die Karies. Also ein tiefes Loch, eine Karies, eine herausgefallene Füllung, wie auch immer. Dann wird es interessant, wenn die Kavität, der Defekt bis auf den Zahnnerv geht. Und das bedeutet im Regelfall dann,
Notwendigkeit einer Wurzelbehandlung. Wurzelkanalbehandlung ist grundsätzlich immer in Verbindung mit Röntgenbildern zu machen. Bei Schwangeren kann unter Umständen darauf schon mal verzichtet werden. Auch hier der eindeutige Tipp, geh regelmäßig zum Zahnarzt. Denn wenn du einen Stammbehandler hast, hat er wahrscheinlich auch mal ein Übersichtsröntgenbild von deinen Zähnen und weiß, wie mal der Status überhaupt war. Wenn das nicht vorhanden ist und du gehst gerade zu einem Neubehandler, was natürlich auch immer eintreten könnte, dann ist die Situation gleichwohl auch ganz anders. Denn es gibt schon Zähne, die haben auch Alternativen in der Anatomie, was man im Röntgen oder im 3D-Röntgen erst recht dann sieht. Und dann kann man eine Wurzelbehandlung auch sicher unter den Bedingungen einer Schwangerschaft durchführen und unter Umständen auch, wenn das Röntgen ausscheidet als diagnostische Maßnahme. Denn im endometrischen Bereich kann man 3D-Längenmessung zum Beispiel von Wurzelkanälen auch ohne ein Röntgenbild durchführen. Gleichwohl soll an dieser Stelle mal Erwähnung finden, dass die digitale Radiologie in der Zahnheilkunde eine super Entwicklung genommen hat. Die Bilder sind sehr hochwertig, die Strahlenbelastung ist sehr gering. Trotzdem gilt es immer, und dafür stehen wir gerade als Zahnärzte, sollen wir immer damit verantwortungsbewusst umgehen, erst recht im Sinne der Mutter und des ungeborenen Lebens vor allen Dingen. Also Röntgenaufnahmen nur im akutesten Fall, maximal eine bei einer Notwendigkeit einer Wurzelbehandlung, zum Beispiel im zweiten Trimenon. Dann das optimale Praxiskonzept, um den Zahn zu erhalten. Jetzt kann man auch sagen, es gibt auch Maßnahmen, diese Wurzelbehandlung aufzuschieben, zumindest einige Wochen bis Monate, das ist richtig. Und dieses klassische Ledermix-Medikament, das hier Anwendung findet in der Praxis, vor allen Dingen auch bei Erwachsenen, wenn diese Probleme eben auftreten zur Akutbehandlung, etwa bei Pulpitis, also bei akuten Zahnschmerzen, auch bei lebenden Zähnen, legt man dieses Medikament dann drüber und es ist ziemlich super sicher und hilft dann auch so 6 bis 8 Wochen klassischerweise. Aus Praxissicht meistens sogar noch einige Wochen länger, nur danach ist die Wurzelbehandlung dann trotzdem angezeigt. Dieses Medikament ist obsolet während der Schwangerschaft. Bedeutet also, es kommen nur biologische Aspekte zur Anwendung oder dürfen zur Anwendung kommen, um eine Wurzelbehandlung unter Umständen zu umgehen oder auszuschließen. Und da ist dann die Frage, ob zum Beispiel Calciumhydroxidpräparate hier dir das Optimum geben können. Und das sind die klassischen Medikamente, die oftmals nicht den gewünschten Effekt erzielen und dann doch dazu führen, dass der Zahn zum Teil lange offen bleiben muss, dann später ja, besser behandelt werden zu können oder sogar gezogen werden zu müssen. Und dann gibt's noch was Innovatives, das sind hier nämlich die neuen MTA-Zemente, die eine Regeneration der defekten Nervsituation, also des zerfallenden und entzündeten Zahnnerven hervorrufen und eine Heilung sozusagen entwickeln. Da ist noch viel im Gange, kann man sagen. Es gibt auch gute Entwicklungen. Auf jeden Fall ist die Frage, hast du einen Behandler, der sowas regelmäßig macht, also Vitalerhaltung von entzündeten Zähnen oder von Kariesstellen, die schon den Nerv berühren, wo andere klar sagen, so ein Zahn muss raus oder muss wurzelbehandelt werden. Und dann ist noch die zweite Frage, ist diese Technik wirklich bei Kindern oder bei Schwangeren eben angesagt? Aus unserer Sicht sind wir noch nicht so weit, denn gerade Schwangere brauchen die optimale Behandlung im Sinne einer sichersten Schmerzfreiheit, damit eben Situationen vermieden werden können wie akute Beschwerden kurz vor der Entbindung oder akute Beschwerden zum Beispiel in der Nacht oder noch wie etwa am Wochenende, um zu umgehen, dass es wirklich notwendig wird, weit zu fahren zum Notdienst oder eben Schmerzmittel in höherer Dosis zu nehmen. Alles zum Wohle des ungeborenen Lebens natürlich. Was kann man Schwangeren und grundsätzlich werdenden Müttern empfehlen? Also geh regelmäßig zum Zahnarzt, such dir eine Praxis des Vertrauens. Prophylaxekonzepte sind immer wieder angesagt, denn nicht alle pflegen ihre Zähne optimal. Nicht alle haben die beste Mundgesundheit von der Genetik mitbekommen und nicht alle können strahlend weiße Zähne haben von Kind auf an. Kümmere dich um deine Gesundheit, nutze professionelle Zahnreinigung, lass dich beraten. Wenn du das tust, dann ist dieser Mythos, ein Zahnverlust in jeder Schwangerschaft, absolut nicht mehr angesagt in diesen Zeiten. Wenn du allerdings das Ganze schleifen lässt,
gibt es immer wieder Situationen, die auch dazu führen können, dass Zähne während der Schwangerschaft verloren gehen, wie eben erwähnt. Die zwei Probleme, Parodontitis und Karies. Eine gute Zahnarztpraxis wird sich sehr intensiv um Schwangere kümmern. Und ich weiß auch bei Zahnärzten aus Leidenschaft, dass sie sich noch intensiver auch bei Neupatienten um Schwangere kümmern und diese Konzepte und diese Sachen im Kopf haben, die ich eben angesprochen habe. Also mach dich schlau, kümmere dich nicht nur um die Geburt deines Kindes, sondern auch um deine gesunden Zähne. Damit tust du deinem Kind was Gutes. Denn wenn die Zähne gesund sind und der Mundraum gesund ist, wird das auch nicht auf dein neues, junges Kind dann weitergegeben. Insofern, hast du Fragen zu diesem Thema, dann schreib mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, dein Dr. Christian Schubert.